Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Demo. Heartworm heißt das Spiel. Ein Retro-Survival-Horror-Game. Und da hatte ich schon mal reingeschaut und festgestellt, hey, das ist cool. Es ist schon klassischer Survival-Horror, muss man sagen. Oh, wir wollen aber selber erleben. Tatsächlich war das dann doch keine selbst ablaufende Demo, sondern ein nettes Intro. Das werde ich zum Ende noch einmal nachreichen. Genau. Aber mit surrealen Elementen darin. Und auch einer Designentscheidung, für die ich sehr dankbar bin, um darauf vielleicht gleich zu sprechen zu kommen. Wir können es pixeliert haben, aber mich stören diese Flimmerpixel. Ich habe die so lange ertragen müssen, als es noch nichts Besseres gab. Ich schalte diesmal ab. So. Und es gibt auch noch eine Entscheidung. Wir können mit Panzersteuerung spielen oder mit modernisierter. Und das werden wir auch gleich nochmal explizit auswählen können. Ich hatte mit Tastatur und Maus und Panzersteuerung gespielt. Das hat sogar relativ gut funktioniert. Ich würde dieses Mal aber tatsächlich auf die modernisierte Fassung zurückgreifen wollen. Gehen wir aber mal rein. Los geht's. Ich muss ja sagen, ich hätte nachher betrachtet gerne auf diesem Kanal auch mal Silent Hill 2 vorgestellt. Ich habe es bewusst nicht gekauft, da Konami echt nicht cool war in letzter Zeit mit seinen Kunden. Dass das Spiel gut wird, hatte ich echt nicht erwartet. Und jetzt ist rum. Jetzt habt ihr es bestimmt schon überall woanders gesehen. Aber wir haben hier weitere schöne Stücke. Karma, reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Die Demo war sensationell. Hey. Und auch hier wird's cool. Sorry, you haven't heard from me in a while. I've been busy trying to find out about this place. You're not gonna believe me. And I don't even know if I really believe it myself. But I guess a part of me must, because I'm going. It's far, on an abandoned road, a few miles from that power plant in the mountains. It was hard to find anything about it. I started on message boards, and I ended up in a chat room talking with people who know people who know people who've gone. They said a lot of crazy stuff, but the one thing that they all agreed on is that in that house, there's a room that can take you to the other side, to see the people that you've lost again. The thing is, no one who's gone has ever come back, and that's why I'm writing you. Not for advice, not to get you to talk me out of going. Actually, by the time you read this, I'll already be there. I just wanted to let you know, in case I don't come back. That way you won't be wondering where I've gone. Either way, you don't have to worry. Also durchtreten ein Tor in eine jenseitige Welt, von der noch niemand wieder zurückgekommen ist. Hier gilt das gleiche wie bei Karma. Wer die MCs kennt, ist alt. Wer diese Geräusche und Bilder kennt, ist alt. Also auch ich. So, genau. Jetzt können wir zwischen Tank und moderner Steuerung wählen. Machen wir das direkt mal. Controls. Haben wir das hier? Nein, er hat es gerade erklärt. Ich hätte vielleicht mal aufpassen sollen, ne? Control. Da, Tank. Controls off. So. Ich mag schon dieses surreale Setting. Es ist so seltsam alles. Jetzt bekommen wir unsere Waffe, wenn man so will. Eine Kamera. Und, na, wer kennt dieses Overlay-Design? Gar nicht abgekupfert. Will you take camera? Yes, of course I take. Survival Guide. Also das ist hier quasi das spielbare Tutorial.
Okay, hier lernen wir nochmal kennen. Unser Menü, das haben wir, denke ich, aber alle verstanden. Wofür die Zigaretten gut sind, weiß ich tatsächlich noch nicht. Wir werden es aber bald herausfinden. Und wir kommen per Tab hier rein. Dann probieren wir es aus. Tada, alles klar. Finde ich auch gut, dass man die Spielwelt weiterhin sieht. Ist ganz praktisch. So, und jetzt, wie aimen wir? So wie man es gewohnt ist. Ich bin hier, wie gesagt, mit Maus und Tastatur unterwegs. Rechte Maustaste zielen, linke Maustaste abdrücken. Und fürs D-Pad gibt es eine entsprechende Alternative. Dann equippen wir jetzt mal unsere Kamera. Wir haben noch 12 und 4, also 36 Möglichkeiten, mit der Kamera abzudrücken. Und solche Dinge tut die Kamera. Das Haus steht Kopf. Und die Perspektiven sind wirklich 90er Jahre. Und das ist ja schön. Das muss das Tor sein, von dem sie erzählt hat. Wo wir in die jenseitige Welt kommen, wo wir Leuten wieder begegnen, die wir verloren haben. Von der aber noch niemand zurückgekommen ist. Woher ich mich dann frage, wissen die das? Was da los ist? Wer ernährt sich uns da? Selbst der Soundtrack ist auf eine sympathische Weise altbacken. Komm, Mädchen, aufstehen. Es gibt ein Problem. Okay, müssen wir dich wegblitzdingsen. Wo bist du hier? Harter Fight, oder? Gut, Survival Guide Combat. Gut, wir können die Kamera zur Selbstverteidigung benutzen. Das haben wir soeben rausgefunden. Okay, unsere Ausrüstung ist limitiert. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir kämpfen wollen. Gut. Aha, das Haus unserer Großeltern und es ist verschlossen. Und hier werden wir wahrscheinlich rein wollen. Ich merke gerade, es ist schlimmer als Panzersteuerung gerade. Mal sehen. Keine Ahnung, ob die wieder aufstehen. Was ich aber schon weiß, diese... Oh, das ist ganz schlecht mit ohne Panzersteuerung. Das geht gar nicht. Das muss ich gerade mal wieder umstellen. Das macht überhaupt keine Laune. So, apply. Und weiter geht's. Irgendwie komme ich so besser klar. Keine Ahnung warum. Aber ist so. Oh, der nächste Geist. Wollen wir da überhaupt hin? Greifen die überhaupt von sich aus an? Ja, doch. Ich kann mich übrigens nicht mehr bewegen beim Zielen. Sie bleibt dann einfach stehen. Da kann ein bisschen mehr ab. Oh, das klingt furchtbar. Okay. Habe ich hier direkt ein bisschen mitgelitten. Okay, auch das ist verschlossen. Warum ist da ein Fernseher? Ja. Ein Fernseher schaut aus dem Boden raus. War vergraben. Das Licht, das aus ihm kommt, strahlt bis in den Himmel. Ah, ist ja noch eine Hintertür. Kommen wir da vielleicht rein? It's stuck. Okay. Nichts zu wollen. Können wir eigentlich sprinten? Ja. Habe ich jetzt eigentlich schon Energie verloren? Nee. Also das war alles noch im grünen Bereich, was passiert ist. Okay. Ich muss trotzdem immer noch mit der Steuerung kämpfen, wie es aussieht. Gott, hoffentlich hängt nicht allzu viel davon ab. Furchtbar! Mann! Komm schon. So.
Oh mein Gott. Ich gebe mein Bestes. Es reicht halt nicht, das Beste. Okay, das ist hier auch wild. VHS-Kassetten, große Fernseher. Ja, nur statisches Rauschen. Ich probier's doch nochmal mit der anderen. Steuerungsvariante vielleicht. Also irgendwie macht mir das gerade zu schaffen. Oder ich sollte wirklich auf Pad wechseln. Ich meine, das Pad ist ja für sowas eigentlich prädestiniert. Oh, kann ich eigentlich jetzt schon nachladen? Nee. Wie viel habe ich denn noch im Anschlag? Null. Dann sollte ich doch mal nachladen. Das sind die doch, oder? Use. Don't need to use it right now. Combine. Jawohl. Schon besser. Da kommen wir. Ah, nee, die fixieren mich sofort. Sag mal. Hab mich gehauen. Jetzt ist rum. Jetzt gibt's keine Gnade mehr. Ja. Wie viel hat mich das gekostet? Oh, geht noch. Okay. Wo will ich jetzt überhaupt hin? Da an der Wand, da leuchtet was. Vielleicht ist das ein Schalter oder so. Irgendwas, das mich weiterbringt. Die Straße, oh, guck mal, was da oben läuft. Um Himmels Willen. Und dein Auge und do you remember? Gut, im Jenseits sind die Spinnen etwas größer. The road is completely destroyed. Okay. Das haben wir auch so gesehen, nehme ich an. Wir sind ja schlau. Okay. Das sieht aus wie ein Friedhof hier, oder? Ein Mini-Friedhof. Vielleicht noch eine Halloween-Deko. To Playground. Es gibt hier einen Spielplatz. Dieser Welt. Hoffentlich gibt es hier keine Kinder. Das wäre ja furchtbar. Survival Guide Map. Oh, es gibt eine Karte. Auf M. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Da, das ist die Map. Frag mich nur, wo ich bin. Geht nicht auf. Geht auf. Okay. Alles voller Schnee. Und hier liegt ein Schlüssel, oder? Housekey. Vielleicht komme ich da bei meinen Großeltern rein. Okay, man sieht nur rotes Licht durch den Türspalt. Wo geht das hin? Die Tür ist jetzt wieder sehr verpixelt, ne? Das ist nicht ganz einheitlich. Okay, sie wollte schon wieder gehen. Da. Oh. Ja, wir gehen. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier soll. Bevor ich hier wieder Fotozeugs verschwende, probieren wir es erstmal bei dem Großelternhaus. Das wäre jetzt meine Entscheidung. So. Ich hoffe, es ist der Schlüssel. Ansonsten wäre das ein Spielabschnitt, den man vielleicht rausschneiden sollte. Also diese Steuerung, die macht mich wahnsinnig. Ich probiere es nochmal mit Tank. So. Apply. Ja, ist nicht reibungslos, aber es spielt sich gerade so ein bisschen intuitiver für mich. Und die Geister, die ich weggeknipst habe, sind auch weg, ne? Scheinbar stehen die nicht wieder auf. Das wäre eine gute Nachricht. Ah ja, hat gepasst. Sehr gut. Hello. Oh. Problem. Da war mir der Schnee fast lieber. Scheint ein Zettel zu liegen, ne? Beim. Oh. Was ist das? Ah, das ist das.
Oh Gott. Ich drück gerade Sprint, aber es geht offenbar nicht im Wasser. Gerade so ein bisschen Sorge, dass diese Rotfärbung bedeutet, dass er mehr ab kann. Dann bin ich gerade so ein bisschen auch immer wieder am Abstand gewinnen. Und ich habe es, glaube ich, richtig interpretiert. Denn das waren jetzt schon einige. Oh. Der kann auch immer mal wieder abtauchen. Oh, geschafft. Oh, das klingt nach der Kinderstimme, oder? Das macht es, glaube ich, so unangenehm. Ah, das ist ein neuer Film. Das ist gut. Nehmen wir. Besten auch gleich nachladen. Und Energie nimmt ab. Wofür sind die Zigaretten gut? Use? Don't need to use it right now. Okay, dann mal auf Examine. Really need to quit. Ach so. Sie hat sie auch dabei, weil sie Raucherin ist. Ist ja auch witzig. Combine with... Oh, kann ich erst, wenn die Kamera leer geknipst ist. Okay. Also es wäre jetzt gut, wenn ich hier den Schlüssel für die Garage finden würde. So, ich wollte ja auch mal nach diesen Zetteln schauen. Das sieht auch nach einem aus, geht aber nicht. Und hier offenbar auch nicht. Das nicht richtig interpretiert. Jetzt hier. Was steht da? Ah, okay, vielleicht muss ich das Wasser auch erstmal wegbekommen. Und die Tür nicht aufgehen. Oder wir gehen hier erstmal hoch. Ist doch auch ein Plan. Oh, wild. Jetzt hat man das Wasser damit zurückgehalten und jetzt ist die Mauer geborsten. Okay. Interessant. Es kommt von den... Oh, und Masken. Jede Menge Masken. Komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht rein. Oh je. Gehen langsam die Optionen aus. Hier ist offen. Alles läuft voll. Es läuft auf dem Waschbecken, aus der Badewanne. Er sieht aus wie zur Interaktion gedacht. Eine nicht angezündete Kerze. Ich kann sie nicht bewegen. Als ob sie einzementiert wäre. Habe ich ein Feuerzeug? Ja. Use. Okay, sie brennt. Es fühlt sich an, als hätte sich was geändert, aber nicht hier. Wo denn dann? Ist auch noch eine Tür, ne? Geht nicht auf. Ist. Auch weiter hinzu. Mal sehen, wo sich was geändert hat. Sorry, we're close, spielt Kisa gerade. Sagt mir irgendwas. Na ja, mal gucken. Hier irgendwas geändert? Probier nochmal die Türen durch, würde ich sagen. Ah, hier fehlt der Türknauf. Hier kann ich gar nichts machen. Da liegt auch keine Fernbedienung. Also hier drin scheint sich aber nichts verändert zu haben. Dann gehen wir vielleicht erstmal wieder raus. Eigentlich müsste das Wasser doch jetzt ablaufen. Oh, warum leuchtet das da so rot? Komme ich von hier aus aber nicht ran. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Bei dem, was immer jenseits des Zaunes dort ist. Okay. Bin halt gerade ein bisschen langsam im Kopf, seht's mir nach.
Vielleicht geht die ja jetzt auf. Da ist, sieht man auch was im Fenster, ne? Oh, hier geht auch der Haustürschlüssel. Cool. Okay, hier gab es gar kein Problem mehr. Oh, da oben sind wieder... Warum sieht der anders aus, der Karton? Sind das geilere Bilder? Ah, da liegt ein Zettel. Begräbnis. JR 68, geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Er starb unerwartet Sonntag, den 25. Juni 96. JR wurde in der Bronx geboren und lebte in Bridgeport für 63 Jahre. Ihr habt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ihn weggeschnitten habe, aber da war zu Beginn mal der Hinweis, für einige Rätsel braucht man Stift und Papier. Und ich schreibe mir jetzt schon mal sein Geburtsdatum auf. Könnte vielleicht wichtig sein. Und 68, 63. Notiere mir einfach mal alles. Wer weiß, wann und wofür es gut ist. In den Ruhestand 1991 nach einer langen Ingenieurskarriere bei Burke & Palmer Corporation. Er liebte Baseball, spielte für Burke & Palmer Die Hards und coachte die North End kleine Liga von den 78ern bis 1985. JR war auch ein Mitglied des Schachclubs beim Sacred Heart Universität. Was auch noch notieren, 1991, 78 bis 85, wer weiß. 78 bis 85. Das auch noch, kann man es, glaube ich, auch so merken. Gut. Viele erinnern sich an ihn als as instrumental in the support and preservation of an underrepresented community and neighborhood. One of you were on das, als Instrument. Da bin ich jetzt etwas underrepresented community and neighborhood. Also war Präservator und als das relativ selten in seiner Gegend. In der Nachbarschaft, wo er eine kleine, liebenswerte Familie gründete. Die Hinterbliebenen sind seine Frau und die drei liebenden und ergebenen Söhne. Sieben hinreißende Großkinder und diverse Nichten und Neffen. Die Bestattung wird am Donnerstag abgehalten. Also steht nur noch Third und der Rest fehlt. Sagt mir aber nicht, dass das hier das Grab sein soll. Das Licht ist blindend von dort unten. Was haben wir hier? Okay, hier können wir was machen, nehme ich an. Ah, das ist so ein Rätsel, okay. Ah ja. Das war leicht. Hatte gerade erst angefangen, aber okay. Muss auch mal Glück haben, ne? Und hier haben wir jetzt diesen Robak statt Kodak. Ja, nehmen wir. Burst Mode. Das klingt ja wild. Was kann ich denn damit genau machen? Ist das ein Blitz? Examine. Kameramodifikation. Schießt dreimal hintereinander schnell. Gut, dann kombinieren wir es doch mit der Kamera. Na bitte. Da müssen wir doch bestimmt was machen. Ein detailliertes Modell, Diorama. Mit einem kleinen Berg. Achso. Ich kann hier nichts machen, aber vielleicht was hinzufügen. Nee, kann ich nicht. Derzeit kann ich hier gar nichts dran machen. Hätte ich irgendwas, was dazu passt? Eigentlich nicht, ne? Nee. Gut, lassen wir es erstmal so stehen als Entdeckung und gehen wieder runter und raus. Dann erkunden wir mal weiter die Nachbarschaft, würde ich sagen. Hier noch irgendwie was? Viele VHS-Kassetten.
Die meisten nicht beschriftet oder unmöglich zu lesen. Dann gehen wir jetzt mal zum Spielplatz, würde ich sagen. Oh, das klingt nicht so gut. Mal sehen, ob man weglaufen kann. Ein bisschen Munition zu sparen. Ja, die interessieren sich gar nicht weiter für mich, wenn ich einfach weglaufe. Ist also wirklich nur relevant, wenn ich da noch irgendwo hin muss. Das könnte jetzt gleich wieder der Fall sein. Da würde ich nämlich gern mal hin. Oder vielleicht gehen wir auch erstmal nach links. Es hat gerade so ein bisschen Alan Wake-Feeling. Ich glaube, deshalb mag nämlich Alan Wake. Wollen wir mal ein Walkthrough machen zum Remaster von Alan Wake 1? Alan Wake 2, oh, habe ich das gelöscht eigentlich? Oder habe ich das noch auf dem Kanal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte da mal den zweiten Teil. Oh, kommt direkt zu mir, ne? Okay. Der Burst Mode ist echt praktisch. So, was haben wir hier? Another broken log. Okay, dann gehen wir jetzt mal darüber. Oh, ich muss nachladen. Tut sie das gerade? Ja. Wo bist du? Ich schätze, ich brauche jetzt mal Energie, ne? Ich mach's mal nicht, dass wir die Demo deswegen abbrechen müssen. Wäre auch doof. Da kommt da schon der nächste Geist. Ich geh jetzt mal hier rein. Ah, hier hat ihr Großvater gearbeitet. Schon vor Jahren geschlossen. Ja, 91, ne? Also hat er, ist er in den Ruhestand. Okay, Schloss ist kaputt. Müssen jetzt vielleicht doch mal in diese Winterlandschaft, ne? Ah, hier geht's auch nicht weiter, ja. Mal sehen, ob wir den ausweichen können. Ach, das ist auch eine coole Perspektive. Ah, die jagen mich schon. Ich dachte, die ziehen einfach weiter ihre Kreise, wenn sie nicht weit genug weg bin. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Was ist das hier? Aber da bin ich durch. Da bin ich ja hergekommen, ne? Bin ich überhaupt auf dem richtigen... Ja, ich bin hier richtig. Sollte ich mir auch mal das Haus da angucken? Wenn das geht. Ja, wild, diese Schränke davor. Ah ja, wir können rein. Das ist doch schon mal gut. Oh. Eine Violine. Eine noch qualmende Zigarette. Stimmungsvolle Musik. Oh, eine Truhe. Vielleicht sogar ein Safe Point, ha? Ah, da sind nochmal Filmrollen drin. Die hätte ich gern. Hä? Warum tausche ich das aus? Ich will hier... Achso, in den leeren Slot. So, kann ich die auch nochmal kombinieren? Achso, dann muss ich erstmal wieder hier raus. Combine. Ja, geht. Gut. Oh, ich mag die Musik. Die müssen wir mal ein bisschen lauschen, ja? Ein bisschen naiv komponiert, aber so schön. Ah, hier kann ich speichern. Ah, ich könnte hier speichern, wenn das keine Demo wäre. Ich kann in der Demo nicht speichern. Okay, also das wäre mein Speicherpunkt. In der Demo nicht verfügbar. Ja, das finde ich manchmal designtechnisch ein bisschen schade, wenn die Möbel so stehen, dass man an manchen Stellen einfach nicht durchkommt. Naja, sie fühlt sich, es fühlt sich beruhigend an hier, glaube ich. Schade, dass wir in der Demo nicht speichern dürfen. Da muss ich so hinbekommen, wa? Sollte ich mich jetzt in Zukunft nicht mehr allzu dumm anstellen? Ah, und der Geist ist weg. Sehr gut. Ich komme direkt hier rein.
Und wir haben genug Munition. Dann blitzen wir jetzt einfach alles weg. Oh. Ne, mit dir lege ich mich gar nicht erst an. Tschüss. Hoffentlich kommen die nicht durch die Tür. Ist da wieder so ein Roter. Die sind gemein. Aber hier ist dafür keiner. Ah, doch. Doch. So früh gefreut. Gehen wir mal direkt da. Obwohl, nachher geht das nicht auf. Okay, den ersten besiegt. Die jammern so, ne? Es geht ihnen echt nicht gut. Gut. Oh Gott. Als gequälte Seelen, die man noch mehr quält. Ah, hier geht's rein. Gut. Da war noch ein Zettel. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Und das mache ich auch nochmal. Nicht, dass da ein Hinweis ist, den wir hier drin brauchen. Eine Kerze. Und sie leuchtet. So. Wir begrüßen es, dass Sie uns gewählt haben, um Ihre Geliebten zu ehren. Der Trauerprozess kann lang und schwer sein. Hier sind einige Ideen, die dir helfen könnten in diesem Prozess. Einfache Rituale können angenehm sein. Zum Beispiel ein Gedenkort und eine Kerze. Kerze symbolisieren Hoffnung, Heilung und Gedenken für Jahrhunderte. Centuries, Jahrtausend, ne? Eine Kerze anzünden kann schön sein und dem Gedenken an deine Liebten und unterstützen. Der sanfte Schein der Flamme repräsentiert das ewige Licht ihrer Gegenwart in deinem Herzen. Oh, das sind schöne Worte. Und der Rest ist nicht lesbar. Ich sehe die Kerzen gerade ganz anders. Es kommt für uns alle. Ja, Recliner weiß ich gerade nicht. Neben dem Feuer, neben der Feuerstelle macht ein ohrenbetäubendes Quietschen im jetzt stillen Wohnzimmer. Okay, da. The side of the house where the truck rots under the nassladen tarp. Kann ich irgendwie nicht übersetzen so richtig. Scheint was aber mit der Bausubstanz nicht zu stimmen. So viel meine ich rauslesen zu können. Im Garten blühen nicht länger Blumen. Unsere Gräber liegen nicht nur auf dem Friedhof, sie umgeben uns. Und unsere Häuser sind die Gastgeber. So. Wo immer du bist, ist es nie zu weit weg, um sich zu erinnern. Wir erinnern uns aber, das Haus, das wir durchschritten haben, da war ja auch so ein kleiner Friedhof im Vorgarten. Irgendwann wirst du alle Orte finden, die du liebst, mit Geistern angefüllt. Ist das gut oder schlecht? Geist ist ja dann doch eher negativ konnotiert, aber die Geister der Menschen, die man sehr geliebt hat, klingt ja fast schon eher positiv. Aber dieses Geräusch hören wir, ne? Das da beschrieben ist. Okay, die Tür ist verrammelt. Die Bilder sind auch alle merkwürdig. Kein normales Bild. Oh, klein. Achso, voll ganz an einem Kino, nee. Das ist eher so eine Kapelle. Zumindest so ein Begräbnis. Oh Gott, was ist das? Das ist ja spooky. Hallo Auge. Hallo Sarg. Okay.
Ist da... Oh, der ist vor uns? Fein. Das will ich aber nicht. Okay. Neuer Abschnitt der Demo. Gut, die wollen uns ein bisschen mehr von ihrem Spiel zeigen. Ist das jetzt so eine Cutscene oder dürfen wir auch noch was machen? Oh. Ich hoffe nicht, dass es die Spinne war. Also diese... doch, Mist! Ja, hau bloß wieder ab. Aber lass den Bus hier. Uncool. Ach du Scheiße. Ich bin dagegen. Also die Polygone verleihen hier echt einen Schnurrbart, ne? Das sollte man vielleicht nochmal bearbeiten. Nein! Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Waffe, oder? Ich habe nur das Blitzding. Bringt das was? Hier schon mal Energie, das ist gut. Ah doch, es könnte was bringen. Wie geht? Steh bloß wieder auf. Ah, da kann ich nicht durch, okay. Ah, da sind noch weitere Filme. Ah, wollte gerade abdrücken, da habe ich diese... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute. Ihr müsst mir auch eine Chance geben, mich zu wehren. Das macht, sagt meine Energie. Die ist noch gut, okay. Das war wieder daneben. Boah, das ist aber auch echt nervig. Gerade habe ich das Spiel ein bisschen weniger lieb. Ah, wieder daneben. Oh mein Gott. Ah komm, das kriegen wir schon hin. Okay, okay. Okay. Das raubt mir nicht viel Energie. Kann ich die schon... Ging ja nicht, ne? Aber ich probiere es trotzdem mal. Nee, es geht nicht. Komm, raus hier. Jetzt kommen diese komischen... giftigen Platzspinnen. Ah, die kann ich gar nicht bekämpfen, okay? Kann ich nur weglaufen. Oh Gott, Moment. Upsala, sorry. Ich würde jetzt gern... Warum kann ich... Nein. Ich kann gerade nicht wählen. Doch, jetzt geht's. Yes. Oh Gott. Wo bist du? Da. Ich mache hier keine gute Figur, ne? Ich weiß. Aha, schon wieder weg. Hatte ich schon wieder. Ich kann gegen den nichts machen, das ist schon ein bisschen doof. Oh mein Gott, ich glaube, das wird nichts mehr.
Oh. Okay. Wo bist du? Spinnenmann. Mist. Das war's jetzt, oder? Nee, nur umgerannt. Ah, auf den Fall. Jetzt war's das. Mist! Bin ich gar nicht. Das ist ein Fehler, ein Irrtum. Darf ich normal? Hier wollte ich dann eigentlich aufhören, habe aber doch nochmal einen zweiten Versuch gestartet. Et voilà. Es hat funktioniert. Den offeriere ich euch allerdings in einem Schnelldurchlauf. Es soll euch ja auch nicht über Gebühr langweilen. Eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. Die entscheidenden Mechaniken haben wir dann zum Ende hin doch begriffen. Die Attacken der großen Spinne rauben uns nur sehr wenig Energie. Es lohnt sich also standhaft zu bleiben und immer munter drauf los zu fotografieren und das, was sie uns an Attacken entgegenwirft, einfach nur zu ertragen. Gegen die kleineren Giftspinnen haben wir keine Attacke. Hier müssen wir einfach ausweichen und gut im Auge behalten, von wo sie landen, um ausreichend Abstand von ihnen zu haben, wenn sie zerplatzen. Das Ganze geht dann über 3 Runden. Die Spinne ist inzwischen sichtlich von unseren Angriffen gezeichnet. Und siehe da. So, haben wir sie doch geschafft. Hätte Badge. Und noch haben wir es dann doch. Siehst du mal. Ja, und dann kommt jetzt noch der Vorspann, den ich vorhin übersprungen hatte und jetzt noch nachreichen werde. Der ist, finde ich, sehr gelungen und eine Ansicht wert. Und wer den nicht mehr sehen will, da verabschiede ich mich schon jetzt. Aber auch natürlich bei allen anderen, die noch weiter gucken. Sag aber hier schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ab Minute 44 genau kommt dann das eigentliche Intro noch einmal in voller Länge. Thank you.